Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi von bastelove.de. Der Herbst-Winter-Katalog steht in den Startlöchern und heute habe ich ein kleines Unboxing-Video für euch von meiner Vorbestellung aus dem Herbst-Winter-Katalog. Der ist gültig ab 1. September und ihr könnt ihn ab sofort bei mir vorbestellen. Wenn ihr bereits Kunden bei mir seid, dann kriegt ihr den automatisch in, ja, einigen Tagen zugeschickt. Solltet ihr noch nicht Kunde bei mir sein, aber gerne den Katalog haben möchten, könnt ihr den kostenlos bei mir anfordern. Besucht da einfach meine Homepage www.bastel-loft.de. Das verlinke ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox. In diesem Jahr, finde ich, sind richtig viele tolle, zauberhafte Dinge in dem Katalog. Ich darf den leider noch nicht aufmachen, deswegen mache ich das auch nicht. Aber ich darf euch gleich die Produkte zeigen, die ich bereits bestellt habe. Lasst euch von dem Katalogcover nicht täuschen. Irgendwie entspricht das meiner Meinung nach nicht dem Inhalt des Katalogs. Von daher ist das Cover irgendwie leider so ein bisschen enttäuschend in meinen Augen. Aber im Katalog sind wirklich viele zauberhafte Dinge. Und die stelle ich euch jetzt vor. So, ich würde sagen, wir fangen mit den Accessoires an. Leider waren zum Zeitpunkt meiner Bestellung noch nicht alle Accessoires am Lager, sodass nochmal einiges nachgeliefert wird. Aber das meiste ist schon da und das kann ich euch jetzt auch zeigen. Wir haben einmal Filz-Accessoires. Da sind insgesamt 15 Stück in der Tüte. 5 Stück von diesem Baum, 5 Stück von den Sternen und 5 Mistelzweige. Lassen sich immer noch als kleines Extra Embellishment gut auf Karten oder 3D-Projekten unterbringen. Dann haben wir auch wieder tolle Holzaccessoires und zwar heißen die Weihnachten in aller Welt. Da haben wir einmal diesen Nussknacker, eine Schleife und ein Geschenk. Ich arbeite ja sehr gerne mit den Holzaccessoires, von daher freue ich mich darüber. Das gibt immer noch mal so ein bisschen was extra und ich finde die einfach toll. Und in der Dose sind insgesamt 24 Stück. So, als nächstes haben wir die Accessoires Winterfreuden. Das sind auch wieder insgesamt 24 Stück. Das sind Metall-Accessoires. Insgesamt in 2 Farben und 4 Designs. Also 2 Designs jeweils in 2 Farben. Und da bekommt ihr jeweils 6 von den silbernen Zweigen, 6 von den goldenen Zweigen, 6 von den goldenen Sternen und 6 von den silbernen Sternen. Dann haben wir wieder die kleinen Mini-Umschläge in 3x3 Inch, also 7,6x7,6 cm in Flüsterweiß. Und dazu passend wird es auch noch Pizzaschachteln geben, die ich euch super gerne gezeigt hatte, die aber leider noch nicht da sind. Diesmal haben wir leider nur ein Paket Washi-Tape dabei. Das sind diese ganzen Kupfer-Silbertöne. Kann auch sehr schick aussehen auf Karten. Wir haben wieder die Mini-Schleifen, diesmal in den weihnachtlichen Farben, in Grün, in Weiß und in Dunkelrot. Wir haben Tannengrün, da sind insgesamt 12 Stück drin. Die sind so aus, ja, aus Plastik, würde ich sagen. Ist ganz nett, um so ein kleines Geschenk einzupacken oder... Über das nächste freue ich mich besonders. Das sind nämlich Strasssteine und zwar in Schwarz. Ihr wisst ja, Schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Von daher freue ich mich da total drüber. Und was ich auch super hübsch finde, sind hier diese Metallic-Schneeflocken. So sehen sie aus, wenn sie ausgepackt sind. Die kann man benutzen als Untersetzer oder auf einem Projekt, auf einer Karte. Von der einen Seite sind die so ein bisschen altweiß, würde ich schon fast sagen. Und auf der anderen Seite haben die halt diese Metallic-Beschichtung. Soweit zu den Accessoires. Wie gesagt, einige Dinge fehlen noch. Es gibt noch einiges mehr. Das werde ich euch natürlich noch weiterhin vorstellen, wenn es bei mir eingetroffen ist. So, kommen wir zu den Bändern. Eins meiner Lieblingsbänder in diesem Katalog ist dieses gestreifte Geschenkband. Das hat hier oben so eine Art Metallkante, so dass es auch wirklich in Form bleibt. Und ihr wisst ja, schwarz-weiß, damit kann man bei mir sowieso nichts falsch machen. Ich finde das total toll. Dann haben wir Mini-Glitzer-Girlanden. Da bekommt ihr ein Zweierpack, einmal rot, einmal silber.
Als nächstes haben wir ein schwarzes Häkelband. Das sieht so aus. Das kann auch wirklich toll aussehen auf euren Halloween-Projekten zum Beispiel. Wir haben ein schlichtes rotes Geschenkband. Wir haben dieses tolle weihnachtliche Steppband. Das ist in Rot, Grün und Weiß gehalten. Und wir haben eine große Rolle Jute-Schnur. Ich bin ja irgendwie seit diesem Jahr dem Jute-Band verfallen und deswegen freue ich mich da ganz besonders drüber. Und da bekommt ihr auch wirklich eine schöne große Rolle, dass ihr richtig viel damit anfangen könnt. So, das waren die Accessoires und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Stempelsets. Da kann ich euch natürlich nicht alle zeigen, auch ich musste mich da einschränken. Da gibt es so viele tolle Stempelsets in diesem Jahr, dass man sich wirklich gut überlegen muss, welches man zuerst bestellt. Und ich habe hier eine kleine Auswahl und die zeige ich euch jetzt einfach einmal. Eins meiner Lieblingssets heißt Best Gifts. Da haben wir hier diese Szene aus dem Spielwarenladen sozusagen und ich finde das unglaublich toll. Also wenn man das gut kolorieren kann, dann ja, ich liebe es. Dann haben wir ein Stempelset Cheers to the New Year. Auch damit kann man sicherlich immer viel anfangen. Dann eins, was ich auch super gerne mag, Little Things. Da haben wir Weihnachten, Halloween, so ein bisschen quasi auch schon Valentinstag, Sweets for my Sweet. Also wirklich ein viel vielseitiges Set. Dann habe ich mich für ein Set entschieden, was vielleicht bei uns ein bisschen ungewöhnlich ist. Das heißt Beachy Little Christmas. Da ist quasi Weihnachten am Strand und einige flüchten ja auch vor Weihnachten und fahren in die Sonne. Und da ist es auf jeden Fall ganz schön, wenn man auch so ein Set hat mit einer Karte, die vielleicht nicht unbedingt eine Winterlandschaft ist. Von daher freue ich mich schon drauf, damit zu arbeiten. Und dann habe ich hier noch das Set Labels to Love. Man sieht es ja auch hier mit der Umrandung. Es ist für eine Stanze ausgelegt und es gibt auch noch ein weiteres Stempelset dazu. Ich habe das auch bestellt als Produktpaket. Leider ist es aus irgendeinem Grund nicht mitgekommen und wird mir jetzt nachgeliefert. Von daher kann ich euch die Stanze nicht zeigen. Aber anhand der Umrisse hier könnt ihr euch auf jeden Fall vorstellen, wie die Stanze aussehen wird. Und auch da habt ihr wieder Halloween. Das Love ist ja auch allgegenwärtig. Weihnachten, hier das Ho-Ho-Ho ist auch nett, also ist auch wieder vielseitig. Das sind im Grunde die Stempelsets, die jetzt rein Stempelsets sind, wo es keine weiteren Produkte zu gibt, bis auf bei dem Labels to Love. Jetzt habe ich noch ein paar Bundles für euch. Da habe ich zum einen das Stempelset gut geschmückt und dazu passend auch Framelits, und zwar heißen die geschmückter Stiefel. Da haben wir einmal den Nikolausstiefel in groß und hier ist noch so eine Art, da kann man eine Pillowbox draus machen und hier habt ihr einen kleinen Tag und auch ein sehr, sehr vielseitiges Set hier mit der Schneeflocke und dem Stern und dem Herz und musste ich auf jeden Fall haben. Und wie gesagt, auch das passende Stempelset dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mein Mann und ich, wir lieben Halloween, von daher sind auch echt einige Halloween-Sachen dabei. Pick a Pumpkin, das kann jetzt ein Halloween-Set sein, es kann aber auch einfach nur herbstlich sein mit den Kürbissen. Auch dazu gibt es die passenden Framelits, ich suche die kurz einmal raus. Da haben wir einmal das Stempelset und hier einmal die Framelits. Also zu jedem dieser Kürbisse gibt es quasi auch den passenden Framelit und noch einiges mehr. Hier so ein paar kleine Ranken und Blätter und wer auf Herbst steht, sollte sich das überlegen und wer Halloween liebt, für den gibt es eigentlich gar keinen Grund, das nicht zu kaufen. Ein Set, was ich auch super schön finde, ist Nacht der offenen Tür. Auch das ist Halloween.
Auch dazu gibt es natürlich die passenden Planets. Und zwar gibt es das Tor. Das ist relativ groß und man kann da super viele tolle Sachen mitmachen. Und das kann man im Grunde auch benutzen, wenn nicht Halloween ist. Finde ich zumindest. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch findet. Ich finde hier diese Grabsteine oder Säulen, das sieht für mich aus wie Schachfiguren. Also wenn ihr gerne Schach spielt, wäre das ja mal eine Überlegung wert. So, dann habe ich noch ein Set festliche Grüße, hier mit diesem wunderschönen Kronleuchter und auch mit ganz tollen Sprüchen, auch wieder Halloween, Weihnachten. Wir haben aber auch eine Krähe und eine Spinne und hier die Lampen. Also auch das ist sehr umfangreich und da sind die Frames auch ziemlich umfangreich. Die sehen so aus. Also auch da könnt ihr wirklich super, super viel machen. Hier habt ihr die Krähe, die Spinne, den Kronleuchter natürlich. Hier habt ihr diese Kristalle. Also da habt ihr wirklich zu jedem Einzelnen den passenden Framelit. Ja, ich freue mich drauf, damit zu arbeiten. Ihr kennt ja sicherlich aus dem Hauptkatalog das Set mit dem Löwen und dem Bären, mit diesem Text, den man doppelseitig hat. Auch da haben wir diesmal wieder ein Set, und zwar ein Schneemann, ein Kürbis und ein Rentier, wieder von beiden Seiten, mit netten Sprüchen dazu. Und auch hier haben wir wieder die passenden Friends. Also hier haben wir das Rentier, den Schneemann und hier haben wir den Kürbis. Und auch da habt ihr wieder Schneeflocken dabei, davon kann man ja auch nie genug haben. Und ein kleines Spinnennetz. So, ein weiteres Set, Weihnachten im Lichterschein. Ich weiß nicht, ob ihr diese alten britischen Filme kennt, wo es diese Gasstraßenlaternen gibt. Das erinnert mich irgendwie daran. Auch das mussten wir unbedingt haben. Aber nicht nur wegen der Laterne, sondern auch hier wegen diesen Bannern. Da könnt ihr euch euren Banner quasi mit den einzelnen Teilen selbst zusammensetzen und habt nachher ein wunderschönes Projekt. Und auch da habt ihr wieder die einzelnen Framelits zu den einzelnen Stempeln. So, dann haben wir ein Set, das sieht jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär aus, aber auch dazu gibt es die passenden Framelits. Wir haben hier einmal diese Treppe als Framelits, den großen Baum, den man nachher hier mit den einzelnen Blättern, das heißt ja nicht Blättern, Nadelsträngen sozusagen gut verzieren kann. Hier der Hund mit dem Pulli und der Tisch, also ein schönes Weihnachtszelt, mit dem man wirklich sehr, sehr kreativ sein kann. So, und was ihr sicherlich richtig toll finden werdet, ist das Set Weihnachtskilt. Auch dazu gibt es die passenden Framelits. Und zwar hat das diese Kilt-Optik, diese zusammengenähte, zusammengestickte, abgestickte Optik. Das hat mich im ersten Moment auch so ein bisschen an die Framelits-Stickmuster erinnert. Ich mache das einmal auf. Also wir haben hier wirklich die verschiedenen Teile. Wenn ich jetzt mal hier den Stern nehme, dann haben wir hier wirklich diese gestickte Optik auf dem Framelit, sodass das nachher auch auf dem Papier gut rüberkommt. Und ich prognostiziere mal, dass ihr das richtig gut finden werdet. Und wir haben hier so eine kleine Garnrolle und ja, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und man kann da wirklich tolle Dinge mit kreieren. Und da wird auch in den nächsten Wochen einiges von mir kommen. Ich freue mich so, daran zu arbeiten. So, und dann habe ich noch das Set Weihnachten daheim. Da können wir uns sozusagen unsere eigene kleine Winterlandschaft bauen, hier mit den einzelnen Häusern und der Kirche. Und deswegen habe ich es aber nicht gekauft. Ich habe es im Grunde nur wegen diesem Tag-Topper gekauft, mit dem man so ein Tag machen kann. Das ist hier abgerundet und anstatt einem Loch ist hier ein Herz. Und alleine deswegen habe ich das gekauft. Aber ich freue mich auch schon, eine Winterlandschaft damit zu gestalten.
ihr seht, im Grunde ist wirklich für jeden was dabei. Und es gibt natürlich auch noch so viel mehr, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich natürlich auch nicht alles auf einmal bestellt habe. Dann habe ich hier das Stempelset Herbstanfang. Da haben wir hier diese wunderschöne Sonnenblume und die Blätter. Und zu den Blättern gibt es auch die passende Stanze. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. So sieht's aus. Also es ist wirklich hier genau das Blatt. Ich kann das auch einmal ausstanzen. Ich habe jetzt aber nur einen blauen Farbkarton hier kurz liegen. Aber es spielt ja im Grunde keine Rolle. So sieht das Blatt aus, wenn es ausgestanzt ist. Auch eine sehr, sehr schöne Stanze. Und dann haben wir noch ein weiteres Stempelset mit passender Stanze. Und zwar ist das wieder ein Halloween-Stempelset. Hier gibt es eine Eule, eine Katze, auch der Hexenhut und natürlich die Sprüche. Und die Stanze ist etwas für die Katzenliebhaber unter euch, denn es ist eine Katze. Und ich weiß, dass ganz viele von meinen Kunden jetzt zumindest absolute Katzenmenschen sind und diese Stanze auf jeden Fall unbedingt haben wollen werden. So. Das waren die Bundles und Stempelsets, die ich mir jetzt in meiner Vororder bestellt habe. Wie gesagt, es gibt noch einiges mehr. Es gibt einige Bundles mehr und es gibt einige Stempel mehr. Aber man kann nicht immer alles auf einmal haben. Und ich denke, selbst wenn jetzt in diesem Schwung nicht das Richtige für euch dabei war, im Katalog werdet ihr sicherlich was finden, was euch gefällt. Dann habe ich noch zwei Prägeformen für euch. Und zwar ist das einmal eine Prägeform mit einer Schneeflocke. Ich guck mal, dass ich euch das gut... Ja, so geht's. So sieht sie aus. Ich finde die ja spektakulär. Ich hoffe, sie gefällt euch auch so gut wie mir. Und die zweite Prägeform ist ist passend zu diesem Kilt, Weihnachtskilt und hat auch diese ja, gesteppte Struktur. So, und zu guter Letzt schauen wir uns einmal das Designerpapier an. Da habe ich... Ich hoffe, alle Papiere bestellt, ich denke. Da fange ich jetzt mit dem 6x6 Papier an und zeige euch das einfach einmal von beiden Seiten. Bei dem ist es zum Beispiel so, da könnt ihr wieder die Framelits von diesem Weihnachtskilt auflegen und einfach ausstanzen und schon ist es im Grunde fertig. Das ist das 6x6 Papier Weihnachtskit. Da kriegt ihr natürlich noch mehr. Ich habe euch jetzt jeweils immer nur einen Bogen von der Vorder- und von der Rückseite gezeigt. Als nächstes kommen wir zum Designerpapier Weihnachtslieder. Da bekommt ihr immer vier Bögen. Zum einen Jingle Bells und auf der anderen Seite die Noten. Dann Deck the Halls. Um ehrlich zu sein, kenne ich das Lied nicht. Ich habe noch nie davon gehört, aber vielleicht kennt ihr es. Und auf der anderen Seite, Stille Nacht. In verschiedenen Sprachen. Ihr Kinderlein kommt, also einfach verschiedene Weihnachtslieder, die aufgeführt sind. Dann wieder ein Lied. Und verschiedene Liederauszüge auf der anderen Seite. Dann mal schwarz
Und auf der anderen Seite auch wieder die Noten. Ganz viel Schrift, das finde ich auch immer sehr schön. Und Stille Nacht auf Englisch. Ja, das war's. Wie gesagt, ihr bekommt jeweils vier Bögen und das Papier ist auch ein bisschen dünner als normales Designerpapier. Und das ist immer ganz schön, wenn man Karten macht, finde ich. So, das nächste Designerpapier heißt Herbstimpression und ist passend zu einer Stanze mit den Blättern und zu einem Sonnenblumenstempelset. Auch hier zeige ich euch immer einmal die Vorder- und einmal die Rückseite. Die Kürbisse. Eichel. Und auch hier diesen Watercolor-Effekt. Ich mag das ja. Und hier zauberhafte Sonnenblumen. Und von der anderen Seite das. Das ist das Designer-Set der Herbstimpression. So, das nächste Papier ist Weihnachten in aller Welt. Die Seite ist mir ja irgendwie zu bunt. Ich kann nicht genau sagen, warum. Also, aber wer es schön findet, ist super. Für mich ist es einfach zu bunt. Ich mag dann hier die gestreifte Rückseite auf jeden Fall lieber. Auf dieser Seite habt ihr verschiedene Sprüche in Englisch, in Deutsch, in Französisch und ich glaube auch in Holländisch. Die könnt ihr natürlich ausschneiden oder ja, die Rückseite benutzen. Die sieht so aus. Auch sehr, sehr schön. Dann haben wir einmal den Nussknacker. Auch das ist wieder nicht mein Stil, aber muss es auch wirklich nicht sein. Ich mag die Rückseite. Dann Zuckerwaren. Auch das ist wieder nicht so meins, aber dafür finde ich die Rückseite wieder ganz toll. Dann haben wir Verkehrsmittel und Laternen. Und ich habe ja eben noch gesagt, ich stehe total auf diese Laternen, aber das ist mir einfach zu viel. Also für mich ist das wirklich nichts. Muss es, wie gesagt, aber auch gar nicht sein. Ja, die Rückseite ist toll. Also da würde ich mich immer für die Rückseite entscheiden. Dann haben wir hier einmal Kränze und Geschenke und Schleifen. Und auch da würde ich wieder die Rückseite benutzen, aber jeder wie er mag. Also ich finde die Rückseiten quasi besser als die eigentlichen Vorderseiten. So, dann habe ich für euch ganz tolle Metallicfolie und ich weiß, es ist super schwer zu sehen, gerade mit dem Licht. Das ist Champagner. Das ist quasi eine Mischung aus Gold und Silber und es ist einfach ein bisschen dunkler als Silber, aber nicht so strahlend wie Gold und ich finde die neue Farbe super, weil manchmal passt Silber nicht so gut, aber ich bin eben auch kein Goldmensch und das ist eine perfekte Farbe im Grunde. Da bekommt ihr zwei Bögen wieder, wie immer bei den Folien. Dann haben wir ein Halloween-Papier. Da haben wir einmal die Katzen und was ihr mit diesem Papier zum Beispiel tun könnt, ist, ihr nehmt euch eure Katzenstanze und stanzt euch die einzelnen Katzen einfach einmal aus. Das könnt ihr machen. Für mich an diesem Papier ist das einzige Manko, dass es Vanillefarben ist und nicht weiß. Ihr wisst ja, ich arbeite lieber mit weiß, aber ja, man kann nicht alles haben im Leben. So, von der anderen Seite ist es schwarz. Dann haben wir hier einmal Hexenhüte und einmal so ein orangenes Muster. Dann haben wir hier ganz toll diesen Mond mit den Ästen. Und da würde ich jetzt gerne noch einmal das Stempelset rausholen. Wenn man
man das Stempelset Hokus Pokus dazu nimmt und die Eule direkt hier reinstanzt, dann hat man eine super Szene und man kriegt quasi 4, 8, 12, 16 Stück aus einem Bogen Designerpapier. Von der anderen Seite ist es übrigens auch schwarz gestreift. Dann haben wir einmal die Kürbisse und das schwarz gepunktete. Ich liebe ja Punkte. Dann haben wir, ich bin mir nicht sicher, was es sein soll. Ob das Totenköpfe sein sollen, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, was das hier sein soll, das Flaschen sein? Ich glaube, das sollen irgendwelche Flaschen sein. Also das hier sind ja so Erlmeyer-Kolben oder so und das hier sollen wohl auch irgendwelche Flaschen sein. Und einmal Kreise, Halbkreise, Viertelkreise. Dann einmal gestreift und einmal Trick or Treat. Das ist das Halloween-Papier. So, als nächstes haben wir wieder ein besonderes Designerpapier und zwar heißt das Winterfreuden und das ist eins meiner wirklichen Favoriten. Das ist nur einseitig, dafür hat es hier aber diese Folienstruktur. Da bekommt ihr immer drei Bögen. Dann haben wir goldene Karos, auch mit dieser Folienstruktur. Dann haben wir hier so eine Art Kupfer. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Champagner-Effekt drin. Und ich stehe auf das Papier. Ich finde, das sieht total toll aus. Mein absoluter Favorit, was die Papiere betrifft, ist allerdings das Papier Frohes Fest. Und auch da zeige ich euch jetzt wieder die einzelnen Papiere. Wir haben die eine Seite in Schwarz-Weiß. Von der anderen Seite ist es grün. Auch hier haben wir wieder schwarz-weiß und von der anderen Seite grün gestreift. Das erinnert mich so ein bisschen an das Designerpapier-Block, was wir schon mal hatten in den einzelnen Farbfamilien. Dann haben wir schwarze Karos und grün-weiße Streifen. Schwarz-weiß mit weißen Blättern und grün-weiß gepunktet. Eine schwarze Sternennacht und grüne Querstreifen. Weitere Sterne in Schwarz und grüne Karos. Also das ist eins meiner absoluten Lieblingspapiere in diesem Jahr. Mit dem Metallic Folienpapier. Ja, meine Lieben. Das war, was ich vorbestellt hatte. Wie gesagt, einige Dinge fehlen noch. Die werden noch nachgeliefert. Das werde ich euch aber alles nach und nach vorstellen. Das war auch sicherlich nicht meine letzte Bestellung aus dem Herbst-Winter-Katalog. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder wenn ihr einen Herbst-Winter-Katalog bestellen wollt, schaut auf meiner Homepage vorbei, www.bastel-loft.de. Ansonsten freue ich mich darauf, mit den Produkten zu arbeiten und ja, freue mich auf euer Feedback und bin gespannt, wie ihr die neuen Produkte findet. Und ich würde sagen, für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.